Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ich begrüße euch alle herzlich hier zu Warhammer 40k Battle Sector. Ich habe mal drüber nachgedacht, was wir jetzt hier mal skillen sollten. Und ich bin zwischen den Aggressoren zu verbessern, einfach die allgemeinen Lebenspunkte. Was bist du denn eigentlich, Hakuna? Bis hin zu meinen mechanischen Verbesserungen, und das werde ich jetzt auch mal machen. Also als erstes kriege ich jetzt erstmal das hier, ich will diese Fähigkeit ausprobieren. Was dieses GP, die Nahkampfpanzerung ist klar, aber das GP weiß ich nicht. Und ich würde gern, was bist du denn eigentlich? Präzision und Schaden. Ja, ich würde unsere Maschinen, sage ich jetzt mal, ein bisschen was verbessern gerne. Skripto-Einheiten, ich hatte da eben was gesehen. Wir könnten die Ausweicheinheit, also ausweichen. Weil dieser Tank, nenne ich es jetzt mal, der hat mir jetzt letztes Mal echt gut gefallen. Die Aggressoren zu verbessern, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass sie besseren Panzerdurchschlag haben, weil das ist ja eher ein Problem. Wir geben jetzt nochmal für die Lebenspunkte was aus und haben jetzt noch einen einzelnen Punkt übrig, den ich nicht verwenden kann. Gut. Nur als kleine Info, das habe ich jetzt gerade eben noch gemacht. Ich habe mir jetzt doch mal so ein Dreadnought reingepackt. Einfach, weil mir das halt so gut gefallen hat. Ich habe dafür einen Space Marine rausgetan und ein. Ups. Ein von diesen neuen. Die mit den kleinen Pistolen. Die sind ja nicht schlecht, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die unbedingt brauche. Ne? Andererseits, die haben halt ein bisschen mehr Panzerung wie die. Darum eigentlich auch ganz nett. Sind ein bisschen schneller oder weniger für Ausweichen und mehr Lebenspunkte. Ja. Wir können einen von denen hier. Oh. Der ist Stufe 2, das heißt also, letztes Mal haben wir den besseren verloren. Oh, das ist schlecht. Wir können auf jeden Fall die Axt jetzt mitnehmen. Hoppala. Wir können die Axt mitnehmen, weil wir noch die paar Pünktchen übrig hatten. Ja, There is a müssen wir disturbance gucken. amongst the radiation. It was once stronger, but has dwindled in days past. Is it guidance or the promise of another threat, like Leviathan? I see myself standing among specters. My hands once more, flesh. They are unable to hold back the sword that pierces my chest, seeking my heart's blood. I look down and only feel the fists of this war machine. The whisper pulls again. It says nothing, but it is a presence all the same. It is not a synaptic aberration, but I tell Carleon it must be, for what else would drive me here? Not much of Baal Secundus has surprised the new Primaris. But the threat of the Mortis Red Zones has their hearts beating furiously. Few things are more insidious than cultivating your death from the inside. This truth I know well. Okay, der ist anscheinend jetzt langsam ein bisschen kriegsmüde, dadurch, dass er so ewig in dieser Maschine jetzt drin steckt. Besonders, er wird nicht sterben, wenn er nicht im Kampf fällt damit. Kann ich irgendwann verstehen. Wir könnten anscheinend als Belohnung Baal Predator bekommen. Ist auch eine mechanische Einheit wahrscheinlich. Baal Secundus und Baal Primus sind die zwei Monde der Heimatwelt der Blood Angels namens Baal. Beide Mo Monde sollen bis zum Ende des dunklen Zeitalters der Technologie. Ja, das ist ganz interessant, dieses dunkle Zeitalter der Technologie. Könnt ihr euch mal mit auseinandersetzen? Gibt es eine kleine Geschichte zu, wie in alles bei 40k? Die Heimat hat hochentwickelte Zivilisation gewesen sein. Weil es gab mehrere Menschen irgendwie sowas. Wie gesagt, ich kriege das nicht mehr hundertprozentig zusammen. Ich weiß nur, dass es mal zwei Menschen gab. Die einen haben dann rebelliert oder irgendwie. Nee, Quatsch, die haben nicht rebelliert. Doch, die haben sich gegenseitig bekämpft und dann kam ein neuer Feind dazu, den dann gemeinsam bekämpft haben, aber diese technisierten Menschen sind dabei gestorben, sind ausgelöscht worden. Irgendwie sowas war das. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Und die meisten Technologien, die halt so fortschrittlich haben, haben sie noch von damals, nenne ich es jetzt mal. Ne? Es ist nur sehr wenig über die vergangene Zivilisation
bekannt. Man geht jedoch davon aus, dass ihr Konflikt mit neuartigen Waffen atomarer und viraler Energie ausgetragen wurde, die für die tödlich verstrahlten Zonen, die bei Al-Sekundus-Oberflächen zieren, verantwortlich ist. Okay. Das sind wieder diese grünen Felder. Jetzt. Ach, müssen wir mal gucken. Also sind die grünen Felder auch wieder hierbei. Whisper is ahead. Caldicia Mordas, last known wielder of Galleon staff. His fate following the invasion had been unknown to the Librarius. Well, we've got a pretty good idea what happened to him now. No sign of that Falstaff, though. Could be a damn disgrace to lose that relic out here. I am duty bound to recover the Caldicia's gene seed. Even if it is tainted by the radiation, High Priest Corbulon may have a use for it in his research. Wir müssen die Gensaat finden, also im Prinzip ein paar Abstriche machen. Okay, die Karte ist relativ groß diesmal. Ich habe leider noch nicht den Spot, wo ich hin muss. Linke Seite ist diese radioaktive Kacke. Das heißt, ja, hier rechts kann ich nicht rüber. Also ich muss hier durch die Mitte durch. Und dann links rüber ziehen, kurz davor. Okay. Das heißt, ich hätte gerne meine zwei Dreadnoughts oder Cybots. Ihr könnt definitiv auf der Flanke sitzen. Das ist für mich okay. Der Aggressor, der ist am besten hier mit dem. Wo ist denn der zweite? Da. Mit ihm. Marine. Ja, du kannst gerne. Nee, du ziehst daran vorbei. Was bist du? Du kannst auch jumpen, dann kannst du nach hier. Du bist mit dabei. Ihr seid die Jumper-Truppe. So. So müsste es doch passen, ne? Weil selbst wenn ich will, kann ich dann hier rüber oder halt nicht, ne? Nur mal gucken. Careful, Primaris. These Mortis Red Zones are subtle killers. Even behind your power armor, you are not entirely safe. Da, tödlich verstrahlte Zone für erlittener Fernkampfschaden und Nahkampfschaden. Ne? Das ist ja eigentlich nur, dass wir mehr Schaden nehmen. Sehen wir irgendwas? Wir sehen aktuell nichts. My vigilance is eternal. Sehe ich hier GP? Das ist jetzt mal Kampfrausch, das macht keinen Sinn. Aktionspunkte, Bewegungspunkte, Panzerung, Ausweichen. Das sind Lebenspunkte. Ich werde sehen, was GP bedeutet. Aber das muss doch eigentlich auch heißen, dass ihr mehr Fernkampfschaden nimmt, ne? Ich kann nicht dahin, also ich gehe aber dahin. Du bist eigentlich von der Reichweite 6. Was hast du? Explosiv. Du der Dreadnought bist, Schrapnellkanone. Gib ihm mal. Ach, du hast nur einen Aktionspunkt. Okay, das ist interessant. Geh mal nach vorne, geh nach vorne, geh nach vorne, geh nach vorne. Du nach da, du nach hier. Du fliegst mal in die Zone rein. Ja, der gibt halt richtig guten Damage gerade. Granaten. Ja, schieß mal da drauf. Kill ihn. Du hast ja nochmal einen Schuss. Kann ich bis nach da hinten schießen? Mach du mal. Du kannst bis nach da hinten ausschießen. Oh!
Homaganten, okay. Ich wollte es einfach maximal ausnutzen, dass ich. Dass sie auf diesem verstrahlten Feld sind. Das finde ich eigentlich ganz gut. Du kannst keine Granate werfen. Finde Skripte und extrahiere seine Gensaat. Was bist du? Drohnenstachelrücken. So sagt der einer, die. Ah, im Nahkampf sollte man dir auf jeden Fall nicht begegnen, verstehe. Und du kannst schießen? Hirnwürmer. Aha. Wie geil. Ja, krass, der nimmt so viel Schaden nur durch die Pistole. Du kannst auch mal treffen. Okay, zwei haben wir ausgeschaltet. Das ist eigentlich schon ein guter Schnitt. Auf Wiedersehen. Habe ich jetzt wirklich jedes Abwehrfeuer gebraucht? Nee, ich will gerade sagen. Alter, nicht dein Ernst. Ja, ich hätte den hier weg ausweichen. Nicht getroffen. Ich hoffe einfach, dass das hier hinten ist irgendwo. Ich gehe ja davon aus, dass es irgendwo ganz weiter hinten liegt. So, also du willst aufs Maul. Schrapnellkanone. Das ist jetzt die Frage. Wie gut ist deine Dingens, mein Sturmbolter? Okay, du bist eigentlich ganz gut damit jetzt, ne? The Sanguinary Priesthood serves the will of the chapter. Ich würde den dafür eigentlich gerne benutzen. Für den da. Ah nee, Quatsch, ich kann ja nicht in den Nahkampf mit dem gehen. Oh, das ist aber fies. Sanguinary Guard at your disposal. Dann kannst du dem hier das geben. Moment. Erstmal, wo bist du? Du bist hier. Geh mal näher ran, dann gehst du mal da einen Schritt näher ran. Du gibst ihm erstmal Zunder. Meinetwegen mit dem auch. Ja, das hat schon eben einen krassen Unterschied gemacht. Das ist gut. Okay. Ich könnte damit zwei auf jeden Fall ausschalten. Geh mal schon nach vorne. Mal gucken, ob es die bessere Entscheidung war. War die bessere Entscheidung. Sehr gut. Maximal 60 Schaden. Okay, der ist dafür nicht besonders geeignet. Dann fahren wir nach hier. Sehe ich nichts irgendwo auf der Karte? Wie gesagt, ich gehe fast von da hinten aus. Irgendwie vielleicht da oben oder sowas. Ach da! Ach du Scheiße, ich muss hier... Dann ist mir das ja doch angezeigt. Ich muss durch diese Säure durch. Okay, verstehe. Verstehe. Was bist du? Gib ihm. Also du gehst jetzt erstmal kurz nach da, dafür gehst du nach hier.
Du kriegst jetzt erstmal den Buff. Und die Heilung, damit du nicht den Schaden bekommst. Und kriegst theoretisch einen Rüstungsdurchschlag hin. Wie gut ist da ein Angriffsbolter eigentlich? Nicht so geil. Ach, das sollte doch reichen. Nein. Die Pistole? Not even death will stop me. Du gehst mit nach vorne. Du gehst nach da. Nein, 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 warte. So. Wir müssen ja diesen kleinen Weg da hoch. Also, aber dann kann ich ja erstmal bis dahin gehen. Oder komme ich hier unten drüber? Ich könnte doch einmal ganz zurücklaufen. Nee, ich will diesen Weg nehmen. Dann benutzen wir ihn hier wieder als Shield. Feuer. Innerhalb von zwei Feldern. Das heißt, ich reicht, wenn ich da bin. Okay. Jump dahin. Bring me your broken and your outworn, and I will repair them anew. Jump dahin. Sanguinius, watch over us. Du guckst mal nach da, du guckst nach da, du guckst nach da. Das ist okay. Dann können wir erstmal das Abwehrfeuer wieder einrichten und gut ist. Jetzt werden wir natürlich von hinten mit der Arti beschossen, nenne ich es jetzt mal. Okay, da kommt jetzt was durch. Aber solange wir eigentlich vor denen schießen, ne, geben wir denen echt richtig dick Schaden. Darum, das hier hinten ist noch nicht schlimm. Der hier, der, weil er ein bisschen nah ran ist, fühle mich schon eher. Okay. Was bist du denn, Hammerganten? Mein Gott, wie viele von den Gargoyles haben die? Aber die sind auch trotzdem verstrahlt, ne? Das ist interessant. Also Nahkampfschaden wird jetzt richtig böse. Der ist tot. Gib ihm. Echt? Ihr habt nicht mehr getötet? Das ist krass. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Verbessern. Einmal bitte killen. Du gehst gerne nach hier. Nach vorne. Wie gesagt, du bist mein Tank. Ich würde. Das hier machen? Ach, du hast jetzt Abwehrfeuer eingerichtet? Das war das aber doof. Aber du hast richtig geil getankt. Super. Gib ihm mal. Kritischer Treffer. Du könntest. Oh, das wäre auch eine Idee. Habe aber keine Bewegungspunkte mehr. Okay,
Okay, müssen wir dann so machen. Du hast theoretisch einen Schrapnell, aber nur in der Theorie. Du hast kein Gedöns mehr. Moment. Wer hat Gedöns? Der hat Gedöns. Vier. Also ich kann hier hin. Eins, zwei. Ja, guck mal. Dann gehen wir da mal hier hin. Gucken wir mal, was wir mit denen machen können. Seid ihr Nahkämpfer? Nahkämpfer? Nahkämpfer, okay. Gib ihm mal. Du gibst nach oben hin Deckung. Die Überlegung ist gerade, entweder ich gebe dem jetzt gerade mit dieser Schrapnellkanone was. Oder ich schieße da drauf. Wer könnte denn noch drauf schießen? Du könntest nicht drauf schießen. Ich könnte den dann... Ja, guck mal. Okay. Dann brauche ich das nicht. Gib ihm mal einfach so. Ah, guck mal, ich habe hier auch noch die Möglichkeit. Ja, guck mal. Muss irgendjemand geheilt werden? Nee, ne? Nö. Du guckst mal nach da, du guckst nach hier, du guckst nach da. Ich würde gerne, dass du jetzt nicht das benutzen musst. Kannst du das machen? Ne, kannst du nicht machen. 30% ist echt nicht schön. Wen hätte ich denn dafür? Dich nicht, dich nicht, dich nicht. Ach du Scheiße. Habe ich nicht gesehen. Schlecht. Oh. Das ist sehr gut, dass ich die hier vergessen habe. Dadurch kann ich den hier gleich auf automatisch schießen setzen. Du darfst dann definitiv nichts machen. Gib du mal. Nee. Okay. They will fear to tread close. Kontrollzone, das sollte eigentlich so nicht passieren. Ich dachte eigentlich, dass mein Held da oben jetzt Abwehrfeuer macht. Okay, ein, zwei haben wir vom Himmel geholt. Vielleicht sogar alle. Ja, waren alle. Nur der Trupp kommt durch. Also gut, ich kann halt auch nicht alles aufhalten. Das muss man ja ganz klar sagen. Ah, das ist gut, dass der angegriffen wird. Der nicht in dieser Säure steht. Du bist jetzt vergiftet und wahrscheinlich blendendes Gift. Genau. Und jetzt kommt der Bursche wieder hoch. Au. Das ist fies. Ich muss mir jetzt mal kurz was drüber nachdenken, wie ich den jetzt hier entledigen will. Okay, damit du überlebst, musst du das erstmal machen. Moment. Weil sonst überlebt er das definitiv nicht. Dann hat er überhaupt keine Chance. Dann muss ich theoretisch ihn nach unten bringen, oder? Ich
Aber du bist halt ein Tank und kein DD, ne? Okay. Trotzdem. 30. Probier mal. Es besteht die Möglichkeit, dass du es zumindest ausschaltest. Okay, weiter nach vorne. Den Rest solltet ihr erledigen können. Ihr müsst da durch. Ich war gerade überlegen, ob hier noch Platz. Ah, obwohl, ich könnte ja. Ich glaube, dieser Weg gefällt mir jetzt gerade besser. Okay. Du gehst nach da, du gehst nach hier. Du ziehst bitte nach hinten, du gehst nach vorne, du gehst nach vorne. Und du läufst mal komplett rein. On my honor. There will be poetry to that dance. Tech Marine standing by. Es ist ja fast lieber, dass ich ich könnte maximal 42 Schaden nur machen. Was machst du denn? Ach, du kriegst wirklich Panzerung. Das ist dieses GP. Ich nenne es jetzt mal so Überpanzerung dann. Keep an eye out. Was bist du denn? Dachel. Dornstachelrücken. Okay. Das ist nicht gut, aber nicht schlecht. Lustig. Der Entfernung. Wieso greift er die nicht an? Der nächste davon? Ach, Junge. Bitte weich da aus, bitte weich da aus. Wieso geht der nur auf die Aggressor? Dieser dumme Sack. Okay. Wie gut ist der Nahkampfschaden? Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, ihn zu töten. Vielleicht spieße ich den jetzt von der Seite auf. Guck. Okay. Schwebt mal hier hin. Ja, du bist ja jetzt mein Lieblingstyp gerade, der gebufft werden muss von den Speedern, so. Da unten kommt nichts, also gehst du weiter. Echt, ist hier nichts? Sanguinius, watch over us. Ach, du gehst doch nicht so darüber, das ist interessant. Ich könnte... Warte. Ich habe eine Idee. Nee, da komme ich nicht hin, das ist schlecht. Was ist das jetzt hier? Verursacht bei Einheiten, die Einheit Nahkampfschaden zufügt, 11 bis 15 Schaden. Das ist natürlich eine mittelmäßige Katastrophe. Aber auch wenn das nicht so funktioniert, wie ich mir das gerade vorgestellt habe,
Kannst du trotzdem das hier machen? Du jumpst hier hin. Und gibst ihm erstmal. So, dann ist der weg. Dann ist der weg. Lauf mal durch. Das Problem ist mit dem Dude, ne, dass ich halt Schaden bekomme, aber ich will nicht von dem beschossen werden. Wie weit kannst du laufen? Du kannst bis da laufen. Du gehst mal bitte nach unten decken. Sonst werde ich wieder vergiftet. Ach komm, ich guck mal, wie hart das ist. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich habe den Typen schon durchgejagt, ne? Naja. Ich wollte mir gerade die Panzerung erhöhen. Naja, Stachelpanzerung. Das war klar. So, ihr bleibt mal da oben stehen. Ja, ihr bleibt da stehen. Du gibst gleich den Heal und du bleibst da stehen. Du läufst nach da. Du fährst nach hier. Ich hoffe, dass du den Schaden dann bekommst und nicht die anderen. Dude, du müsstest ihn heilen. Weil sonst überlebt er definitiv nicht. Jetzt ist das schon sehr, sehr kritisch. Guck mal ganz kurz. So, guck gerne zurück. Da muss ich aber nicht da, da kann ich nach da decken. Der hat noch ein, ja, einer. Einer hilft nicht. Was bist du denn wieder für eine Kreatur? Ein Stachel. Ja, der ist nicht stimmt. Also der ist. Ungeheure Sensenklauen. Ja gut, die geben richtig bösen Schaden, ne? Die können 120 geben. Aber das hier ist jetzt harmlos, ne? Okay. Ich wette, ich muss jetzt hier wieder, das ist leider ein bisschen unabwechslungsreich, dahin gehen, einsammeln und dann warten. Ne, dass ich wieder alle gekillt habe. So. Ja, ich will nicht in den Nahkampf eigentlich, ne? Das ist ja. Alles ist ja Käse. Mit dem. Hab ich ja gerade gemerkt. So. Du jumpst noch nicht rüber. Das machst du jetzt gleich. Nachdem ich dich geheilt habe. Du jumpst jetzt einmal rüber. Du gehst nach da oben, kriegst Panzerung, weil die Lebenspunkte, das ist lächerlich. Gehst ein Stückchen näher ran. Ah, 1 bis 4 Schaden. My Fury will be fast. Verbessern. Oh, das reicht mir ja doch. Du gehst mal nach da. Du gehst nach hier. Du ziehst bis da durch. So. Angeblich, dass der komplett alles ignorieren kann, kommt er aber nicht gut weit. Ah, ich hätte hier hochjumpen können, ich Idiot. Ja, ist okay, war mein Fehler.
fast tot. Heavy fire support. Mich ein Feld falsch positioniert. Das ist ärgerlich einfach nur. Weil es einfach unnötig ist, ne? Okay, so, jetzt habe ich irgendwas, was ich jetzt da unten noch gebrauchen kann. In der Theorie komme ich dran, probieren wir mal. Aber auch wirklich nur in der Theorie. Aber warum kannst du das nicht? Ein Feld zu weit weg. Aber das ist gar nicht mal so dramatisch, weil ich kann ja hier hingehen und das hier ist ja eine Fähigkeit, die ich auch so aktivieren kann. Probieren wir. 6 Schaden. Ja, das war jetzt nicht das gehoffte Ergebnis. Oh. Fast den Bruder Quinn da vergessen. Kann auch sein, dass ich den dafür oben einsetzen muss. Das steht ja nicht immer so beschrieben. Okay, du kommst ran. Du haust hoffentlich immer zurück. Der wird frontal angegriffen und puncht nicht zurück. Okay, das ist schlecht. Okay, das ist vollkommen wurscht. Ah, da kommt es wieder von diesem Gehirn, wenn du Tropen, genau, wenn du Tropen. Die habe ich schon jetzt nur ganz am Anfang mal kurz gehabt. Die sind gar nicht mehr so gefährlich wie am Anfang, ne? Einziges Ärgerliche bei denen, obwohl 3er Panzerung ist auch lächerlich. Das sind ja die Viecher hier mit 7 und 250 Lebenspunkten, wobei sind die haben ja nur 300, ne? Eieiei, ihr kommt aber nah. Und ihr könnt noch angreifen dabei. Das ist krass. Okay, der braucht jetzt wirklich meine Heilung. Wie viele Bewegungspunkte habt ihr denn? 0? Ja, 0 ist falsch. Okay, das wird langsam viel. Ich glaube, die könnten jetzt ein Problem bekommen. Ja, nee, ist okay. Funktioniert. Okay. Jetzt müssen wir uns gut überlegen, was wir tun. Hierhin. Die Granate. Erledigt fast alle. Das sollte der jetzt eigentlich erledigen danach. Jetzt könnten wir ihn hier verbessern. Jetzt ist die Frage nur, was wir mit dem machen. Wir können mit dem hier eigentlich den oder den ausschalten. Erstmal ihn healen. Das sollte doch eigentlich reichen, warte. Genau. Da haben wir schon mal was Gutes jetzt gemacht. Die Schrapnellkanone sollte eigentlich so ziemlich alle hier ausschalten. Ne? Ich halte dich für gefährlicher. Du machst die bitte weg.
Granatwerfer. Mach die mal weg. Könnte reichen. Könnte nicht reichen. Ah, der kommt nicht an die ran. Ich war gerade überlegen, dem Nahkampf zu gehen, weil der diesen Hammer hat. Der ist jedes Mal echt doof in Position. Ärgerlich. Komm, rotz sie weg. Komm. Ja, mega. Dadurch könnt ihr jetzt nicht nochmal Angriff geben. So. Du gehst da mal bitte näher ran. Ich guck mal, ob es reicht, aber ich glaube nicht. Nee, das wird nicht reichen. Hier. Geh mal näher ran, geh du mal näher ran. Ihr geht jetzt auch mal dahin. Was könnt ihr denn? Könnt keine Granate werfen, schieß mal drauf. Das reicht aber. Lauft durch. Jetzt könnte ich hier einen healen. Vielleicht ihn. Hier kann ich hochjumpen. Und du gibst jetzt wieder nach hinten Deckung. Und ich habe die großen Dinger hier noch, die große Kanone. Und ich bin am Überlegen, zwischen ihm hier wieder zu bekämpfen oder einen von denen. Aber komm, ich bekämpfe den da. Zieh dich mal zurück. Gib ihm. Komm, ich will das nicht, dass er stirbt. Das ist einfach so. Geh nach vorne. Ne, geh nach hier. Oh. Genau. Dadurch kriege ich halt Überlebenspunkte. Das ist eigentlich ganz gut. Die Aggressoren, die kann ich nicht heilen. Hier unten ist auch nichts zu erwarten. Jetzt gehen wir mal ganz kurz wieder durch. So ganz schnell durchklicken. Nee, ist okay. Abwehrfeuer. Gegen die Wände Truppen kann ich nicht viel tun. Oh. 90, fast einen ausgeschaltet. Okay. Na, auf den kannst du viel schießen. Solange du nicht im Nahkampf. Okay, das überleben die nicht. Den muss ich jetzt heilen. Okay, das könnte auch fast tödlich sein. Zwei Lebenspunkte. Überwältigt, okay. Einer ist weg, das ist perfekt. Komm nicht näher ran. Den einen Venotropen, der da fast tot ist, den kriege ich ja mit einem Pistolenschuss ausgeschaltet. Das ist eigentlich sehr, sehr unproblematisch. Ihn kriege ich eigentlich auch gut ausgeschaltet. Oh, mir fällt gerade auf, dieser Schrapnell. Beschuss könnte diese Venotropen auch fast komplett auslöschen, ne? Mit einem Schuss. Da muss man halt nur den Schrapnellbeschuss nehmen und dann vielleicht noch einen Marine oder sowas im Kombi.
Moment, jetzt müssen wir erstmal kurz drüber nachdenken. Du kriegst jetzt erstmal was ab. Giftschaden, vergiftet, aber du überlebst das. So ziemlich 100%. Ja, du kannst jetzt mal den killen. Das reicht. Du bist zwar vergiftet, interessiert mich nicht, aber dass du vergiftet bist, interessiert mich sehr wohl. So, du gehst jetzt mal hier nah ran. Dass ich auf jeden Fall den Heal auf ihn gebe, weil sonst sieht es echt mau aus für den. Okay, so, du gehst jetzt mal ihn hier erstmal heilen. Yet Demeter Zenos, my axe couldn't bisect. Gib ihm einfach. Brauche ich eine Nahkampfverbesserung? Nein, brauche ich nicht. Whatever the angel requires. Habt einer von euch noch Granaten? Du. Das passt auch so. Müssen wir mal gucken. Bang. Und wir hauen ihn um. Du hast schon geschossen. Du hast schon geschossen. Du hast noch nicht geschossen. Du bist aber nicht wirklich panzerbrechend. Du könntest ein bisschen was machen, theoretisch. Du ziehst bitte nach oben, dann kannst du nach hier. Gehst einen Schritt nach vorne und gibst ihm erstmal deinen Boni. Und 120 Schaden oder... Ja, guck mal, der ist weg. Okay, die Burschen jetzt da oben, die müssen jetzt dran glauben. Geh mal ein Schrittchen näher. Wen habe ich noch? Du darfst gerne so bis nach da zielen. Du kannst nichts mehr tun. Du kannst gerne mal so bis da machen. Du darfst noch schießen. Okay. Du versteckst dich einfach in der Masse. Du guckst nach da. Ja, wenn du noch schießen darfst, dann schieß mal, ne? Ja, das ist halt vergiftet, aber puh. Die folgen uns und jedes Mal stirbt eins von diesen Phänotropen. Das ist okay, weil der kann eh nur im Nahkampf kämpfen mit diesem Gifthieb. Die sind echt gar nicht mal so geil. Am Anfang sind die echt hart, weil leicht tanky, aber danach fast irrelevant. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie das letzte Runde war, wie übel einfach ich von mehreren Seiten aufgerieben wurde. Ist das jetzt hier eigentlich schon fast lächerlich, ne? Okay. Gehen wir nach hier. Jump dahin. Wer kann denn die Probe bitte nehmen? Oh ja. Das muss bestimmt der Typ hier machen. Geh dahin. Oder es muss der Typ machen. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Ich komme jetzt aber nicht hin. Immer so eine sinnlose Kacke, dass es nur einer machen darf. Aber hey, ich brauche es dir nicht sagen, welcher das machen darf. Okay, warte, wen will ich heilen? Eigentlich ihn vielleicht?
ihn. My duty is service. Du nach unten. Du gehst nach da. Du verpieselst dich in die Mitte. Du jumpst. Du jumpst. Ja, ja. There is little left in this universe that I have not witnessed. Geh einen Schritt zurück. Ach, das schaffst du doch, das schaffst du. Oder? Ja, guck. Mal gucken. Ping, ping, ping. Alter, eigentlich nur zwei Treffer. Unfair. Reroll. Service to the Emperor. Not even death will stop me. Durch Verfolgung gestorben. Aber ich habe gerade eben kurz das Handy von mir gehört, dass ich eine Nachricht bekommen hätte. Sehr schön, das ist wahrscheinlich eben die Discord-Nachricht gewesen, die ich bekommen habe, weil ich eine Multiplayer-Runde von Smash Jedi Command am Laufen habe. So, du bist nicht der Richtige. Bist du denn... Ach, ich komme da jetzt nicht hin. Bist du der Richtige? Wahrscheinlich nicht, ich schätze mal der hier. Ach nee, du darfst. No sign of his relic nor the body. A shame. I wish to see the weapon that Brother Corbin locked so vigorous. Also das, was wir vorher schon auch schon wussten. Ach nee, jetzt muss ich wieder alle Viecher ausleuchten, ne? Wer hätt's gedacht? Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd jedes Mal, ne? Das ist. Battleline Squad ready. Warum muss ich denn das jedes Mal machen? Besonders, das sind ja jetzt echt ewige Strecken teilweise. Und ich weiß teilweise nicht mal, wo die sitzen. Ja, gib da hinten hin. Nicht in Reichweite. Ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder so mit einem einzigen Lebenspunkt oder so eine Kacke. Du nach da gucken, du guckst mit nach da. Du irgendwie auch. Meinetwegen nach da. So, ja. Okay, südlich von uns gibt's Bewegungen. Südlich von uns definitiv. Östlich von uns zwei Bewegungen. Guck mal. Was bist du denn? Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Kommt mir das so vor oder sind die auch stärker?
das Gefühl, am Anfang hätten meine Marines gegen die eigentlich kaum Schaden gemacht. Oder bin ich gerade... Ich hatte einfach so wenig wahrscheinlich, ne? Also... ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so Fliegeviecher sind, ne? Lupus noch da. Südlich. Das sind zwei Einheiten. Okay, da, ein Fliegevieh zumindest. Haben wir schon mal um die Hälfte reduziert. Auf einen reduziert. Gut, also wir haben jetzt hier den einen. Ich schätze mal, da sind zwei andere. Nur einer? Okay. Macht sie weg. Ich meine, im Süden wäre noch mal was gewesen. Ja, du brauchst jetzt definitiv nicht mehr hin. Gehen wir nach da unten hin. Gehst du auch noch mal da runter. Einfach vorsichtshalber und... sag ich doch. Da unten war noch mal was. Einer ist weg. 104 Schaden, okay. Ah, das könnte schon fast gewesen sein, aber auch nur fast. Ich glaube nicht, dass er den killt. Ah, hab mich gehört. Ja, die sind schon nicht schlecht, diese Dinger, ne? Abwehrfeuer. Also die laufen gerade auf echt üble Stellungen zu. Besonders sind die viel zu wenig. Komm hier, mal weg. Gib ihm. All Xenos lifeforms have been eliminated. And the Codicia's gene seed is safe with him. Ich bin am überlegen, jetzt mal demnächst mal so eine Aufnahme zu machen, weil mir das langsam ein bisschen was zu ähnlich wird. Finde Punkt A, geh da drauf, interagiere mit Punkt A, dann kill alles. Mehr ist das nicht. Das hat man in vielen Momenten bis jetzt hier Sinn gemacht, ja, aber jetzt, wir haben es geborgen im Niemandsland. Und jetzt dann dahin zu gehen, hole oder geh zu Punkt A, ob da ein Relikt ist. Nee, ist nicht, dann nimm mit. Und dann tötet alles, was hier ist. Im Heiligtum hat es Sinn gemacht. Wo wir so eine... Und so weiter. Ja, aber jetzt, das ist irgendwie... Ich bin jetzt... Es hat bis jetzt auf jeden Fall super Spaß gemacht, diese Kampagne. Aber das Muster wiederholt sich zu sehr. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber gut, schreibt mal in die Kommentare, was ihr bisher davon haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oder irgendwie sowas in der Art. Bis dann. Ciao.